Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP 2. Es ist nicht wirklich überraschend, aber es ging doch wesentlich schneller als erwartet. Nissel macht blau. Im Burgenland will der SPÖ-Landeschef tatsächlich eine Koalition mit den Freiheitlichen. Aber was bedeutet das für die SPÖ und ihren Anti-FPÖ-Kurs? Die Flucht vor der Verantwortung. In Dreiskirchen entsteht ein neues Zeltlager für Asylwerber. Und das Hickhack zwischen Ministerien, Ländern und Bürgermeistern geht weiter. Gast im Studio ist Innenministerin Mikl-Leitner. Da waren es nur noch 9. Das Team Stronach verliert 2 seiner Abgeordneten, darunter den umstrittensten, an die ÖVP.